Ja, ich musste eine Zeit lang untertauchen. Tag zusammen. Ja, ich melde mich zurück aus meiner zweimonatigen Pause von YouTube. Ich habe mir einfach mal Zeit genommen, für mich ein bisschen was zu zocken und so ein paar Dinge zu regeln, drüber nachzudenken und so weiter. Ich habe die Zeit genutzt und habe für mich, wie gesagt, was gespielt. Unter anderem habe ich Fallout 4 nochmal komplett durchgezockt. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern, ob man bereit ist oder nicht. Es gibt ja verschiedene Enden, wie man das Spiel beenden kann und so. Und da habe ich gedacht, nee, machst du nochmal, ne? Bisschen Postapokalypse ist ja immer ganz geil. Kann man mal spielen, so ein bisschen in der dunklen Jahreszeit. Würdest du dein Leben für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen? Ja, nicht nur das, aber insgesamt hat sich so viel angesammelt. Ich habe das jetzt hier einfach mal aufgeschrieben. Ich glaube, das Video, was ich jetzt hier mache, das müssen wir sowieso in zwei oder drei Teilen einteilen, weil das wird sonst zu lang und ich weiß nicht, ich persönlich selber mag keine langen Videos, aber ich versuche es möglichst kurz zu halten, die Parts, weil es hat sich wirklich viel getan. Es gab unheimlich viele Neuzugänge bei mir und es hat sich viel verändert. Es gab Videospiele, Hot Wheels und Roller ist auch noch ein ganz großes Thema auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie wir es machen. Ich würde sagen, wir arbeiten uns da schön ein bisschen durch. Unter anderem war ich auch ein bisschen krank, erkältet und so. Da hast du dann auch keine Lust, irgendwie Videos zu machen und so. Ja, ich fange einfach mal an und habe Post bekommen. Ich habe es im Juni, glaube ich, oder Juli, ich weiß nicht mehr genau, habe ich es bestellt. Und das Geile war, pünktlich am 24. Dezember ist es geliefert worden. Bis 14 Uhr wird ja an Heiligabend noch Post ausgetragen. Es war ein Briefkasten Ultra Core, ne? Für die Switch. Sehr, sehr geil. Das war so ein bisschen ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet, das Ding hier im Jahr 2019 überhaupt noch in der Hand zu halten. Ja, aber schön, dass man es hat, ne? Das hier bleibt versiegelt auf jeden Fall in der Sammlung und so. Und ja, schön, dass man es bekommen hat. Wie gesagt, ein kleines Weihnachtsgeschenk, was man sich irgendwie im Sommer schon selbst gemacht hat. Ja, wie gesagt, wir arbeiten meinen Zettel hier so ein bisschen nacheinander durch. Post haben wir bekommen vom Chico. Da ging es auch um Hot Wheels und um Videospiele. Das zeige ich, glaube ich, aber dann im nächsten Video. Weihnachtsgeschenke. Meine Frau und ich, wir haben uns ja, PlayStation Move Controller gegönnt. Sehr, sehr geil. Weil, ne, wenn du VR-Brille hast, dann brauchst du die Dinger, weil das bockt dann einfach noch mehr. Und sind noch so ein paar Sachen, die ich auf dem Zettel habe, die ich mal gerne spielen möchte. Unter anderem natürlich Tetris Effects. Ja, soll die Mucke ziemlich geil sein, ne? Ich habe natürlich die OVP noch, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, das hebe ich auch auf jeden Fall auf. Blood and Truth habe ich mir gegönnt als Download-Titel. Das war irgendwie um Weihnachten rum im Angebot so ein bisschen. Das habe ich mir direkt am 26. gegönnt. Ich hatte zum Glück viele Feiertage oder sagen wir mal, ja, zwischen den Jahren frei und davor so ein bisschen. Hat auch dazu gehört zu meiner kleinen Auszeit, die ich mir genommen habe. Und dann habe ich mir noch gegönnt Gun Club VR. Das ist auch, ja, auch als Download-Titel. Das gefällt mir tatsächlich sogar noch besser als Blood and Truth. Das hat ja auch gute Bewertungen, aber Gun Club VR ist noch mal geiler, weil du kannst mit Pistolen schießen, du kannst ja eigentlich mit allem, ne? MPs und so weiter bis zu einer richtigen großen, ich weiß gar nicht, MG60. Ich habe da keine Ahnung, aber ich glaube, das gibt es auf jeden Fall ein fettes MG und sogar Scharfschützengewehre gibt es und so weiter. Man kann da noch Aufsätze dran bauen, Pipapo, also wirklich. Du kannst eine Menge machen, ne? Du hast so eine Sandbox irgendwie, so einen Schießstand und so. Im Prinzip geht es eigentlich darum, dass man auf Pappfiguren schießt, so wie man das kennt, so ein bisschen. Vom Polizeischießstand vielleicht. Ja, auf jeden Fall trotzdem geil. Es gibt auch ja, Nazi. Pappfiguren,
auf die man ballern kann. Auf jeden Fall gibt es, wie gesagt, eine Sandbox, da kannst du dann Kisten aufstellen und so Fässer und Pipapo, also wirklich dafür, dass man auf Pappfiguren schießen kann, trotzdem sehr, sehr geil. Bockt auf jeden Fall die Details und so, das ist schon echt geil. Man muss dann auch Magazin wechseln und so weiter, Schlitten zurückziehen bei der Pistole, also das ist wirklich ein ausgeklügeltes System, gut durchdacht und irgendwie werde ich meine Grippe nicht los, ich weiß auch nicht. Ja, zu Weihnachten. Ich weiß nicht, mein Arbeitskollege, der Benjo, der hat mir auch ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Der kam um die Ecke und sagt, ey, ich habe für dich ein Weihnachtsgeschenk. Er hat mir in die Hand gedrückt zwei Feuerzeuge von Big, weil es einfach zum Thema passt. Ja, so ein bisschen videospielbasiert, ne? So ein bisschen Tetris und das andere ist so ein, ja, ich weiß nicht, das könnte vielleicht so ein Hintergrund sein von Gina Sisters, vielleicht, ne? Im weitesten Sinne. Ich muss mal kurz gucken, wie wir es machen. Also ich erzähle das nach und nach ab, wenn es so lange dauert. Wie gesagt, teile ich es in zwei Parts ein, weil das ist eine komplette DIN A4-Seite und wir wollen uns noch ein bisschen Zeit nehmen und wollen hier nicht in Hektik ausbrechen. Was können wir denn noch erzählen? Weihnachtsgeschenk, was ich dem Benjo geschenkt habe, war eine Dose Ravioli. Es sollte eigentlich so ein bisschen Witz werden, ne? Aber ich habe gesagt, ey, hier, ne, probier mal die Ravioli. Ich weiß nicht, ich habe hier Ravioli-Essen für mich entdeckt, weil das echt geil schmeckt. Süß, scharf, irgendwie so ein bisschen Chili, also ist echt ganz schön scharf. Und der Benjo meinte dann, ja geil, ne, das werde ich mir öfters kaufen. Kann man machen. Schmeckt auf jeden Fall, ich glaube 2 Euro noch, was kostet die Dose. Ja, insgesamt möchte ich mal sagen, dass sich bei mir in diesem Jahr eigentlich Folgendes ändert. Und zwar, ich möchte auf jeden Fall mindestens ein Video in der Woche machen. Am liebsten natürlich 2. Ich weiß noch nicht, ob ich das so einhalten kann. Feste Termine möchte ich mir gar nicht erst setzen und so, weil es ist halt auch ein bisschen Arbeit und so weiter. Aber mindestens ein Video pro Woche soll auf jeden Fall drin sein. Was wir weiterhin machen, ist auf jeden Fall Hot Wheels. Ihr seht das ein bisschen hinter mir. Ich habe da die Kästen. Da kommen noch 2 dazu. Ich hatte das auch schon länger auf dem Zettel. Und Videospiele natürlich auf jeden Fall auch noch. Und das Thema Roller. Wir wollten ja in diesem Jahr ein bisschen am Rex Tuning betreiben und so weiter. Jetzt gibt es ja auch auf jeden Fall seit 1. Januar die Regelung, dass man mit dem Führerschein Klasse B auch 125er machen kann, ohne Prüfung. Also du machst, glaube ich, 9 Fahrstunden und Theorie und so und dann ja, hast du den Führerschein Zusatz B 196 ist das, glaube ich. Oder 196, ist ja auch egal. Jedenfalls kannst du dann 125 fahren. Das ist dann, ja, ich glaube, so um die 100, 120 km/h sowas. Muss man mal sehen. Also da hätte ich schon Bock drauf ein bisschen, weil ne, mit einem 50-Kubik-Roller rumeiern ist schon geil. Bockt auf jeden Fall. Es entschleunigt, weil man kann halt nicht schneller. Fetzt aber trotzdem. Aber 125er ist dann natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Und ich glaube, so als Roller bockt das dann noch mehr. Ja, Post habe ich unter anderem auch bekommen vom lieben Tommy. Da kommen wir auch nochmal zu. Das machen wir dann aber wirklich extra, weil da möchte ich euch die Autos auch schön zeigen. Da ging es um Hot Wheels. Ich möchte euch nur mal ganz kurz das Paket zeigen. Das hat die DHL geschickt und ich weiß nicht, ob da einer draufgefallen ist oder so im Suff. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Der Inhalt war ganz. Glück gehabt nochmal ein bisschen. Aber es sieht heiß aus, ne? Ja. Thema Geschenke nochmal. Meine Frau hat in China bestellt vor einiger Zeit ein Schlüsselband. Mario-Thematik so ein bisschen. Ich weiß noch nicht, wir könnten mal vielleicht auch den Rollerschlüssel dranhängen. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz in, ja, im Ganzen. Ist halt so ein kleiner Haken unten dran und so. Schönes ja, Schlüsselbund einfach. Ne? Aber ganz geil. Ja, ich muss das gerade nur mal so ein bisschen abhaken, was ich erzählt habe schon alles. Nicht, dass wir da durcheinander kommen und so. Dann habe ich überlegt, ich habe vor einiger Zeit ein Online-Rollenspiel gezockt und da hatte ich auch eine legendäre Waffe. Und die habe ich gedacht, ne, mach doch einfach mal, du spielst das Ding jetzt eh nicht mehr, schon seit einem halben Jahr und so. Weiß nicht, ich habe da die Interesse verloren. Sowas ähnliches wie World of Warcraft. Jedenfalls hatte ich da eine legendäre Waffe und habe gedacht, ey, dann mach das doch bei eBay rein. Machst du rein. 60 Euro hatte ich angesetzt oder Preisvorschlag und es dauerte genau 2 Tage. Dann hat das jemand so hat einen Preis vorgeschlagen, 50 Euro.
Und das habe ich natürlich auch angenommen. Ne? Wie gesagt, das Spiel liegt in der Ecke rum und brauche ich nicht mehr, spiele ich nicht mehr. Und ja, 50 Euro für einen virtuellen Gegenstand, das ist schon geil. Ich weiß nicht, ob ich das für mich machen würde, für einen Online-Rollenspiel einen virtuellen Gegenstand, eine Waffe zu kaufen. Ist natürlich immer so eine Sache. Andere Leute sammeln keine Videospiele, die haben dann vielleicht andere Hobbys und so. Aber ich weiß nicht, ob ich Sachen kaufen würde. Gibt es ja auch bei Fortnite, ne? Dass dann die Leute da irgendwie Skins kaufen oder was auch immer. Ist ja ein großes Thema eigentlich auch, ne? Counter-Strike zum Beispiel, da ist ja auch ein riesiger Markt, ne? Die dann Skins machen für Messer und AKs und so. Ganz, ganz schwierig. Ja. Legendäre Waffe bei eBay verkauft.